Haben wir uns nicht noch vorletzte Folge oder so darüber aufgeregt, dass es hier bei Unterfurt relativ voll ist und da nur eine Brücke existiert? Heute sind wir wieder an dieser Stelle. Das ist das Sägewerk. Nee, Quatsch. Das Stahlwalzwerk wollte ich sagen. Warte mal, wo wollten wir jetzt zuerst hin? Genau, das war die Stelle hier. Das war die Stelle, wo wir waren. Und man sieht da, dass da ein riesiger Wendel entstanden ist. Der war beim letzten Mal noch nicht da. Warum habe ich das eigentlich nicht aufgenommen, als ich das gebaut habe? Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Dieser riesige Wendel, der sorgt jetzt dafür, dass da sich mehr Züge anstellen können vor der großen Ampelschaltung rechts im Bild. Die Ampelschaltung war ja vorher schon da, aber die Züge hatten da nicht viel Platz, um sich anzustellen und stauten sich dann zurück auf die Kreuzung, die jetzt links im Bild ist. Und jetzt ist es halt nicht mehr der Fall. Jetzt können die Holzzüge nach Holzmünster fahren. Warum ist der eine da angehalten? Genau, jetzt wäre er los. Jetzt können die ganz ohne Probleme über die Kreuzung drüber fahren, ohne dass da Rückstau drauf steht. So, zumindest fahren die immer abwechselnd dann durch. So, genau. Jetzt wäre die Kreuzung nochmal wieder zu gewesen. So, die Ampelschaltung war einmal kurz angehalten, weil die sollen jetzt erstmal abfließen. So, wer die Ampelschaltung noch nicht kennt oder nicht versteht, kann es auch gerne kommentieren. Ich werde es dann nochmal in den Kommentaren beantworten. Genau, aber ich habe davon schon mehrere Videos gemacht. Genau, wäre auch schlau, wenn man sich dann das Video anschauen würde, wo das im Titel steht. Da war das irgendwie die Ampelschaltung anhand eines Beispiels erklärt. Genau. Warum die Züge sich da überhaupt rumschlängeln und nicht mit einer Brücke irgendwie rüberfahren, das hatte ich auch schon mal erklärt. Ich möchte möglichst wenige Brücken in dieser Welt haben, weil dafür müssen die Züge ja immer hochfahren und herunterfahren und das wollte ich, ja, ich wollte es möglichst ebenerdig haben. Genau. So, man sieht da übrigens links im Bild immer noch in eine Richtung nur eine Brücke. Aber komischerweise trotzdem kein Stau hier. Also es kamen wohl nicht mehr so viele an. So, jetzt lasse ich wohl die ganzen Holzzüge rüber. Das wird auch alles nicht mehr so bleiben. Diese Holzzüge, die da links fahren, die werden bald, also im aktuellen Stand der Welt ist das schon so, viel länger. Da werden viel mehr Wagen dran sein und dementsprechend werden hier auch die Bahnhöfe alle ganz anders aussehen. Aber ich glaube, dahin ist es noch ein langer Weg. Da kommen noch viele Folgen dazwischen. So, jetzt dürfen die wieder fahren. Also eigentlich ist das schon relativ kritisch an dieser Kreuzung. Jetzt schon, einfach weil da viel zu viel los ist. Das wird noch ein langer Weg, bis da Struktur reinkommt, das sage ich jetzt schon mal. Eigentlich hätte ich diese Folge hier Chaos beseitigen nennen können, aber stattdessen war dieser Titel bei der vorletzten Folge, glaube ich, da. Ich benenne die Dateien ja immer so, wenn ich das gezockt habe damals, ohne es einzusprechen währenddessen, weil ich YouTube gehört habe, dann habe ich manchmal die Dateien benannt, damit ich schon mal weiß, worum es nochmal ging. Aber diesmal habe ich keinen Namen gegeben, sondern einfach nur Nummer 128. Naja.
Gut, beim vorletzten Mal oder letzten Mal oder so hieß das dann Chaos beseitigen. Das würde hier ganz gut passen. Naja. So, der darf schon mal fahren. Der auch. So, jetzt dürfen die ganzen Kessel wieder durch. Die armen Holzzüge müssen wieder warten. Jetzt nicht mehr. Gut, okay. Also jetzt ist die Kreuzung auf einmal wieder frei. Mir scheint es so, als würden da immer wieder schwungweise Züge kommen. Da fährt wieder einer raus von den Kesseln. Da gehört er aber auch hin nach Holzmünster Umschlag. So, okay. Für heute reicht das erstmal. Ich weiß nicht genau, was wir morgen machen. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall morgen wieder da. Ich hoffe, du auch. Sei gesegnet. Dankeschön fürs Zuschauen bis hierhin. Und bis morgen. Tschüssi.